grüßt euch. Ich bin jetzt hier am Kulturbahnhof in Kassel in Sachen Documenta unterwegs. Das wäre dann jetzt mein 13. Film. Letzte Woche habe ich es leider nicht geschafft und jetzt bin ich gespannt, was mich hier erwartet. Ganz liebe Grüße, Doris. Ich kann mich erinnern an meinen YouTube-Film 1, Schwarze Säulen, von dem Künstler Dan Perjoshi. Der hat jetzt hier nochmal am Kulturbahnhof so Botschaften für uns niedergeschrieben. Ja? Also das ist hier bin ich am Kulturbahnhof. Ja, dann kann man das hier quasi in so einem Parcours abgehen. Der Künstler Dan Perjoshi, das ist auch der einzige Künstler, der nicht zu Luang Krupa gehört, also zu dem Kollektiv Luang Krupa, der ist für seine Kunst ist er alleine zuständig. Also das heißt, er gehört nicht zu diesem Kollektiv. Ich glaube, ich habe auch schon mal gesagt, er ist aus Rumänien und verteilt auf der ganzen Welt seine Botschaften. Also diese Botschaften sind jetzt hier über den ganzen Platz des Kulturbahnhofes verteilt. Die wichtige Botschaft des Künstlers Freedom of Expression, Documenta 15, der hat da bestimmt auch schon gewusst mit Antisemitismus der Künstler und zurzeit ist ja mehr denn je die Documenta in den Schlagzeilen, was mich nach wie vor sehr erschüttert. Jetzt will sogar die FDP, dass die Documenta eine Unterbrechung bekommt. Die soll also erstmal ruhen. Und ich finde das jetzt schon, dass die Documenta 15 einen totalen Imageschaden, einen enormen Image-Schaden erlitten hat. Ja, ich frage mich sehr, wie es weitergeht. Weil Kassel ist auch Documenta alle 5 Jahre verwandelt sich Kassel in eine große Kunstweltstadt. Und das muss auf jeden Fall erhalten bleiben. Unbedingt. Auch die Kunstfreiheit. Und alles andere kann man lösen. Und dann müssen auch die Verantwortlichen dafür Rede und Antwort stehen. Das würde ich mir wünschen. Ja, jetzt bin ich hier im Kulturbahnhof. Und es ertönen Gespräche, also eine Klanginstallation. For Jimmy Durham and a sticky forest by the side of the road. Klanginstallation täglich abwechselnd alle 5 Minuten. Das Werk ist eine Dokumentation des Versuchs des Künstlers, Tatarisch zu lernen, die Sprache, die von der Familie seiner Partnerin in Tatarstan gesprochen wird, einem muslimischen indigenen Land, das vor 400 Jahren vom Moskauer Staat kolonisiert wurde. Und so weiter und so fort.
registration form. And why was it passed? And exactly that, because it was a fact check. They asked what grade my granny, my grandparents' education was and what people would be. Lihat ke depan, lihat ke depan.